Ja, dann schauen wir noch mal, wie lange das hier funktioniert. Denn irgendwas funktioniert immer nicht. Okay, jetzt wo die Technik geklärt ist, es geht für uns heute auf die Niers. Und zwar auf den Abschnitt von Wachtendonk bis Geldern. Die Niers hat überall wunderbare Ein- und Aussetzstellen. Das ist sehr einfach. Man kann zumindest jetzt zu der Jahreszeit sehr gut parken. Wir sind ja Mitte Dezember unterwegs. Da ist das alles sehr entspannt. Es geht sofort Richtung Wachtendonk und einmal durch den Ort. Und alles Bayer. Ja, das ist ja schon auch als Ein- und Aussetzstelle hier gedacht. Ne? Das muss so ein alter historischer Anleger für Torfkähne und sowas gewesen. Das sieht nicht so wahnsinnig alt aus. Ja, neu aufgenommen. Ja. Dann fährt man noch durch einige Gärten im Prinzip direkt durch, bevor man dann in die Niersauen bei Wachtendonk kommt. Es ist reichlich frisch, wir sind knapp unter 0 Grad. Auch wenn es noch ein klein bisschen herbstlich aussieht, fühlt es sich schon ordentlich winterlich an. Auf jeden Fall gute Zeit, nochmal Handschuhe anzuziehen. Zeit zu benutzen, gebührenfrei. Ach, da kann ich dann selber rüberkurbeln. Ja, hier geht der Radweg beide Seiten lang. Ach, witzig, okay. Man kann von der Fähre aus kurbeln und vom Rand. Lustig. Die Niers hat sehr viele schöne renaturierte Abschnitte und da starten wir gleich in einen davon. Hat Zeiten gegeben, da war die sehr weit kanalisiert, aber jetzt sind doch wirklich nette Abschnitte dabei. Sieht man gleich ganz gut. Das läuft jetzt teilweise auch als kleine Niers ab. Nee, die gibt es nur eine kleine Niers. Die kommt noch, das ist aber hier auch auf dem Abschnitt. Da, vom Berg geht die ab, die kommt dann hinter Geldern zu Herzen. Ja. Und hier ist dann mal eine Stelle, wo man ganz klein bisschen aufpassen muss. Ah, okay, das heißt, das ist dann nur im Sommer, da haben wir jetzt gar nicht viel mit zu tun. Wir haben ja keine Algen mehr. Gut, alles klar, deswegen passiert ja auch nicht so weit. Die Leiten, die dann auf die Äste kommen, da gehen Tag mit einem kleinen Kranwagen vorbei, ja. Laden das viele Zeug auf. Okay. Ach genau, da liegt das zweite Ding. Ah, das Wasser ist wieder so flach, dass man hier besser starten als paddeln kann. Das ist schon die nächste Falle. So, und ganz offensichtlich sind nicht alle Tiere willkommen. Die Falle ist bewohnt. Die Falle ist bewohnt. Ja. Ja, sieht auch von der Wiese weiter aus. Oh, schöne fette Wiese. Ganz überall ist eine alte Sohlschwelle. Eine alte was? Alte Sohlschwelle, die hat Hochwasser. Eine Pegelschwelle. Ja. So, hier kommt eine Stelle, die eine kleine Schwierigkeit bietet, nämlich ein altes Wehr. Das kann man aber völlig entspannt umtragen. Es gibt hier eine Aussetzstelle, später eine Einsetzstelle wieder. Man könnte, aber hier ist der Abzweig in die kleine Niers. So, und dann dieses Wehr wird einmal befahren. Aber wenn ich da unsicher ist, kann das eben ganz entspannt einfach umtragen. Sollte man
da durch beide Tore geflogen. Ja. Ja, der Biber ist doch eindeutig zurück. Ja, hier sieht man aber ganz eindeutig die Biberspuren, die man jetzt, wo so wenig Grün an Bäumen und Büschen ist, sehr häufig sieht. Da wird in nächster Zeit auf die Leute ein ganz bisschen Arbeit zukommen, die dafür zuständig sind, dass keine Bäume in der Nähe liegen. Oh, hier auch. Oh ja. Da ist ein größeres Projekt. Eieiei, da sind wir ja schon fleißig. Trotz der Renaturierung geht es auf der Nies noch ziemlich viel geradeaus. Das ist also auf jeden Fall was für Leute, die es sehr beschaulich mögen. Oder wenn man eben, wie wir jetzt im Winter unterwegs sein möchte und so überhaupt nicht heiß drauf ist, Wasserkontakt zu haben, dann ist man hier auf der doch ziemlich sicheren Seite. Immer wieder sieht man alte Nebenarme oder kleine Entwässerungskanäle, die in die Niers münden. Insgesamt dann schon recht abwechslungsreich. Und sowas hier zählt zu den schwierigeren Stellen. Also wie man sieht, absolut anfängerkompatibel die Niers. Da ist nichts, was einen am Paddel wirklich fordern würde. Bitte Grundfälle, kein Problem. Ja, hier, okay. War auch mein Wehr, ne, was da reingebaut war. Kegelball, ein altes Wehr, ja. Weil das eine Mühle war. Ja, genau. Die Ein- und Aussatzstellen sind alle ausgeschildert. Man sieht das hier vom Wasser aus schon an dem Schild. Auch hier dann wieder diese komfortablen Treppen, dass man gut rein und rauskommt. Auch hier könnte man wieder super parken. Wir nutzen die Stelle hier in Pont, aber nur für eine kleine Pause, bevor wir dann weiterfahren nach Geldern. Und der Abschnitt ab Pont hier, der ist dann besonders schön. Bis Geldern und auch nach Geldern, was jetzt nicht mehr Teil des Videos ist, bis Wetten ist das, glaube ich, ist auch ein sehr schöner Abschnitt in vielen renaturierten Stellen. Auch das lohnt sich. Hier in dem Abschnitt sieht man das jetzt schön, dass die Niers da doch wieder ein bisschen natürlich wirkt. Der Fluss meandert wieder, ist kurvenreich, hat eine seichte Strömung. Es sind immer wieder Einbauten drin. Das ist ja erstmal noch alles angelegt oder vieles angelegt. Das ist ja alles noch in der Entwicklung. Aber das verspricht auch alles sehr schön zu werden. Und ich bin mir sicher, dass ich mir das auch im Sommer nochmal angucken muss. Hier sieht man nochmal sehr schöne Biberspuren. Auch der Baum dürfte bald fällig sein. Das wird noch interessant. Das ist nur so ein Altarm. Okay. Hast du mal probiert, ob man da, ob du. Nee, du hattest ja trotzdem noch nicht, ist nicht hier lang gefahren, ne? Nee. Das sind aber auch immer irgendwelche
Zeit, die in dich hereingesetzt sind. Ne? Ja. Binden irgendwelche Holzstücke fest? Wir haben auch wirklich da hinten kommt das Glück an einem Altenheim lang, da ist es relativ neu. Da zwingen sie wirklich den Bach wieder in den Meandern. Ja. Und den Rest soll er selber machen. Ja. Hier wurde es zu viel, da haben wir also diesen Bäume gesehen. Ich kann mir vorstellen, so im Hochwasserfall ist hier auch was Interessantes. Ja. Wenn die Rand voll ist. Ja, und da ist ganz zugefroren. Ja, wir nähern uns Geldern. Da erkennt man dann gleich auch schon wieder die Aushaltsstelle. Das waren jetzt insgesamt 14 Kilometer, meine ich, runde 14 Kilometer. Einsatzstelle, Pausenstelle, Aussatzstelle hier in Geldern werde ich in der Beschreibung verlinken. Die üblichen Links zu den Google Maps, sodass das jeder gut nachpaddeln kann. Und ja, dann ist das unbedingt auch ein Tipp für eine entspannte Dezembertour. Auch wenn das jetzt ja kein sonnenverwöhnter Dezember war und weißer Dezember natürlich auch extrem selten ist in Nordrhein-Westfalen, ist es doch ein sehr schöner, entspannter Vormittag gewesen.